Okay, wir laufen. Wir laufen. Ich bin schon oben. Hey, Tommy. Na, was macht man in diesen Zeiten? So? Wir machen so, ja. So machen wir ja immer. Stimmt, dann machen wir so. Nee, lass mal drücken in diesen Zeiten, oder? Oh. Wirklich, ich glaube, das ist noch schlimmer, als sich die Hand geben. Ich weiß nicht. Also Zungenkuss ist ganz schlimm. Schön habt ihr es hier. Dankeschön. Wir sind ein No-Shoe-Büro. Natürlich. Wir haben Birkis für dich. Ich hoffe, ich habe jetzt keine Socken. Ich habe so immer, ich habe hier immer ein Loch sonst. Ah. Und jetzt? Weil ich einen ganz langen Fußnagel habe. Ich will heute mit dir was kochen. Und zwar, okay, wir können gleich mal in die Küche gehen. Bist du ein guter Koch? Ja, schon. Ich würde sagen, ich mag es einfach Ich mag es einfach zu kochen, genau. Oder? Genäht. Du hast mir mal ein Rührei gemacht, das war unfassbar. Echt? Wieso war das so gut? Was habe ich da reingetan? Ich weiß nicht, bist du ein Schuss Milch-Rührei-Typ oder ohne Schuss Milch? Nee, ohne Schuss Milch. Ich auch. Ich finde, es geht ums Ei. Mhm. Wir machen heute Hamster-Snacks. Das heißt, wir haben aus Hamsterkäufen quarantänenfähige Zutaten und machen daraus was über gefriergetrocknete Zwiebel. Das ist der Shit, Leute. Wenn ihr, wenn ihr eingesperrt seid, dann, das riecht schon ziemlich krass. Wo habt ihr die denn noch bekommen? Die hatten wir noch. Ja, noch ein bisschen. Ist jetzt einfach so ein Prestigeobjekt, ne? Ja. Wenn du Leute durch die Wohnung führst. Ah, habt ihr gesehen? Ja, ich habe meinen Comedy-Preis weggeschmissen und die da jetzt neu. Wir haben natürlich alles hier desinfiziert. Ja. Die Küche wurde auch vor Corona eingebaut. Wir weinen die jetzt gemeinsam ultra rein. Die wurde noch nie benutzt? Die wurde noch nie benutzt, nee. Olivenöl haben wir, mittelfruchtig. Mhm. Passt zu mir. Ja. Ideal als Snack, fettarm. Mhm. Das ist auch in deinem Tinder-Profil die Beschreibung von dir, oder? Fettarm? Ideal als Snack. Ach so, ja, selbstverständlich. Auch unter der mediterranen Sonne gereift, steht bei mir auch. Ich wollte mit dir Hack machen, natürlich, weil du ja bekannt bist unter anderem vom Podcast Gemischtes Hack. Ja. Aber Hack ist ja was, das geht ja dann nicht mehr, wenn wir in Quarantäne sind. Richtig. Das ist dann sehr schnell schlecht. Mhm. Deswegen habe ich Soja-Hack. Das ist aber Soja-Geschnetzeltes. Was ist der Unterschied? Es gibt Hackfleisch und Geschnetzeltes. Ah, Geschnetzeltes ist größer. Ja, ja. Ich bin selber nicht Veganerin, aber ich glaube, nicht. In der Quarantäne ist es sinnvoll, sich nur pflanzlich zu ernähren. Warum? Weil ich glaube, also nicht nur pflanzlich, aber pflanzliche Sachen sind, glaube ich, oft länger haltbar. Und wenn sie schlecht sind, ist es nicht gleich so mega schlimm. Ja, okay. Ja, stimmt. Weil ich will ja nicht Corona und BSE haben. Das ist schon Ja, viel. Das stimmt. Hast du schon mal Soja-Geschnetzeltes zubereitet? Nee. Okay, dann ich auch nicht, aber es ist ganz lecker. Ich, kann mich heute, glaube ich, nur blamieren. Ich habe so gute 5 Gerichte, glaube ich. Echt? Aber die sind gut. Ich habe dich gar nicht gefragt, ob du. Ich habe gar nicht. Aber jetzt lass mich sie bitte nicht aufzählen. Penne. Fusilli. Ja, genau. 5 verschiedene Nudelsorten. Das ist so richtig einladend. Ja, komm. Oder? Das ist so richtig. Hör mal, Tommy. Was ist das überhaupt? Das ist doch wieder ein Humor. Trocken. Ja. Trocken und haltbar. Schweiz, die große Hoffnung der Schweiz. Darf man bei YouTube so oder müsst du das alles blurren jetzt im Nachhinein? Wieso? Wenn wir kein Geld dafür kriegen, dürfen wir es zeigen. Kann Spuren von Gluten enthalten. Ist eigentlich nichts für mich, aber ich sag dir, in der Quarantäne, da... Da geht alles. Außerdem, das ist ja viel Klopapier da. Ja, außerdem kriege ich ja üble Verstopfung von Gluten. Deswegen mehr Klopapier übrig für Thomas. 90%, also 90% roten Linsen. Ja, hallo? Das ist so eine Nudel, die kriegst du nicht al dente. Da musst du es auch gar nicht machen. Ey, ich sag dir, wenn wir Klopapier haben, dann will ich, dass das auch benutzt wird. Deine Eltern sind doch Ärzte. Ein Älter, der Vater? Der Vater, der ist Ärzte. Und ist der jetzt so voll am Upstruggeln? Überhaupt nicht. Nee? Ärzte sind halt Pragmaten, ne? Die nehmen so, wie es kommt und dann deal with it. Keine Ahnung. Wir wissen doch alle nicht, was kommt. Wir wissen es doch alle nicht. Boah, ist das widerlich. Willst du probieren? Wie weit bist du? Das so kalt? Nee, nein, Tommy. Vorsätze 20. Mhm. Mhm. Weiter so. Das muss jetzt halbe Minute 20. noch, ne? Sehr gut. So ist es doch. Das muss diesen... noch 20 Minuten jetzt hier drin aufweichen. Boah, ist das eklig. Und dann braten Aber wir das erst an. Probier mal ernsthaft. Das kommt echt nah ans Geschnetzelte. Oh Gott. Ohne Scheiß. Das ist ziemlich verrückt. Ja, stimmt.
Wir haben jetzt Öl in der Pfanne. Mhm. Wichtig ist ja, ich glaube, viele Leute machen bei Hamster. Hast du eigentlich schon Hamsterkauf gemacht? Nee. Du hast nur 2 Packungen Nudeln. Ich bin so ein klassischer Großstadt-Idiot, der so, ich habe Hunger, dann gehe ich einkaufen. Ich habe nie irgendwas da. Okay. Was machst du da mit der Tim Melzer-Zange? Ich brate die. Ist das nicht die Tim Melzer-Zange? Ich weiß es nicht. Du musst sie genau nach 3 Minuten wenden. Die Zuschauer sehen jetzt, dass ich das abschütte in einen Topf rein. Denn wenn die Quarantäne kommt, ist es wichtig, oh, jetzt ist da ein Soja-Schnetzel, das ist reingefallen, dann ist es ganz wichtig, dass ihr nicht einfach Wasser runterschüttet. Man muss alles, ihr müsst auch in, ja. In Gläser trinken. Kann man auch denken. Trinken. Ja. Ah, das ist das Bio-Geschnetzelte, was die Kohle. So. Mit so viel Wasser rein, da ist ja noch voll viel. Ach, komm. Aber die Zwiebeln sind doch jetzt. Nutzt du wirklich, jetzt mal ohne Scheiß, nutzt du zu Hause diese Zwiebeln? Nein. Doch. Ernsthaft? Ja. Ist auch. Kann ich mir einen Kaffee machen? Gerne. Ernsthaft? Nee, ich glaube. Nee. Doch, wir haben Ja, wir haben alles da. Wir haben Kaffee und Wasser. Nein, ich dachte, jetzt kommt jemand und sagt, ja, komm, mach ich dir schnell, Tommy. Du als Star musst jetzt hier keinen Kaffee kochen. Nee, komm, wir lassen das. Oder Anja, du machst einen schnellen Kaffee. So. Nein, Quatsch, hör auf, hör auf. Das war so ein, hör doch auf, ja, okay. Nein, das ist kein Problem. Ernsthaft? Hey, es ist für uns drei kein Problem, wenn eine vierte Person einen Kaffee macht. Danke, Anja. Fühl mich auch gar nicht schlecht jetzt. Das ist die Quarantäne, da muss jeder arbeiten, wo er kann. Aber es ist fast alles Bio hier bei den Brugas. Und jetzt, was heißt das? Keine Ahnung, sind wir gut. In Schule, oder was? Ihr macht was mit eurem Geld. Ja, das waren noch Zeiten, als wir uns Bio gekauft haben. Ich mache irgendwie gar nichts. Mir wird hier ein Kaffee gemacht, mir wird Essen. Ich komme einfach nur hier hin für so ein Rundum-Sorglos-Paket. Das wäre so eine Nörgelsendung eigentlich. Ja, genau. Nerds am Nörgeln. Herzlich willkommen. Ideal als Snack ist einfach gelogen. Ich habe das schon mal, es ist viel zu salzig als Snack. Ja, eben. Geht gar nicht. Also wie willst du sie denn haben? Einfach längs? Nee, quer? Quer, ja. Längs, so richtig uncool. So, ich würde jetzt. Ich muss das kurz rühren. Zeig mal deine Tomaten-Skills. Das Problem bei all diesen Zutaten ist, dass man sie gar nicht vorbereiten kann. Also das Coole bei Kochsendungen ist ja immer dann, dass man so sagt, oh, jetzt den leckeren Butterlos-Kürbis ausnehmen. Es gibt keine frischen Sachen in der Quarantäne. Das stimmt. Ist es klein genug oder soll ich es nochmal durchhacken? Du bist doch der Hackexperte von uns beiden. Sag mal. Nee, das ist gut. Also ich hätte es jetzt noch ein bisschen kleiner gemacht. Aber ja, dann sag doch, dann kann ich nochmal. Nein, du kochst ja mit. Das ist ja eine Teamarbeit. Ist es ja, aber das ist ja scheiße so. Also sagen wir mal, das, hey, das sieht genauso aus wie Thomas Fußnagel nach dem Halbmarathon. Guck mal, Anja hat deinen Kaffee gemacht. Das ist so nett. Ich fühle mich so schlecht. Schmeckt. Ja, hoffe ich auch. Voll, oder? Voll, ja, gerne. Ja, willst du noch Zucker reinhaben? Nein, nein, vielen Dank. Milch? Milch ist super. Wir haben noch Milch. Aber. Also es ist unrealistisch in der Quarantäne, vielen Dank, dass wir Milch haben. Halt ja, aber ich habe hier gesehen, Kondensmilch ja. Heißt haltbar bis Thomas sie weggesoffen hat. Ich esse die regelmäßig, diese Milch. Ernsthaft? Ja. Aber kriegt man die al dente hin oder ist das dann so ein Mehl, so mehlig? Das ist schwierig, aber man kriegt es schon hin. Okay. Ich kenne das nur mit, also wenn ich, ah nee, deswegen Glutenunverträglichkeit isst du die, ne? Ja. Ach so. Nee, um dich zu quälen. Aber du hast hier auch noch andere. Ja, die mag ich aber nicht. Die hat Thomas gekauft. Ja, vielleicht mag ich die aber. Ach so. Ja, ja, nee, sorry. Aber wir können auch die nehmen, wenn es dir lieber ist. Wusste ich, dass hier nur eine Person isst später. Ja. Das Gute an der Quarantänenküche ist ja, es wird nicht gemeckert. Es wird halt einfach gegessen, wenn man auf den Tisch kommt. Und in welchen Supermarkt würdest du einbrechen, wenn du, wenn es jetzt so Walking Dead-mäßig werden würde? In den Hieber in Lörrach. Der beste Supermarkt Deutschlands, offiziell. Das ist voll weit zu Fuß von Köln. Ja, aber dann habe ich richtig Hunger, wenn ich dort bin. Das stimmt. Ich glaube, ein Fehler, den viele Leute machen, ist, wenn sie Hamster kaufen, ist, dass sie dann so lauter ungesunden Crap kaufen und überhaupt nicht. Ja, ja, so Karatz, Beefy Karatza. Genau, Beefy und irgendwie Schokopuffs. Tiefgefrorene Früchte sind es. Tiefgefrorene Früchte, gefriergetrocknetes Gemüse ja. Und Hülsenfrüchte. Ihr müsst Hülsenfrüchte essen, Leute. Ich habe jetzt hier einfach eine Tube
Tomatenmark drauf geballert. Ich liebe Tomatenmark. Du brauchst noch ein bisschen flüssig. Ich würde das jetzt, ja, jetzt das mal abgelöscht. Ja, jetzt löschen wir das mal ab. Aber hast du denn was? Hast du ein bisschen hier, Kokosmilch. Boah, nein. Okay, dann nimmst nicht du... Mit so, das ist so mega mediterran bislang. Ja, und? Das ist Soja geschnitzelt. Das ist doch nicht mediterran. Ich hätte... Dann nimmst du Kondens. Also wenn ich das jetzt gekocht hätte, hätte ich so richtig Mansplaining. Also der Mansplaining-Satz Nummer 1 fürs nächste Mal. Das finde ich ganz schlimm. Jetzt, wenn Leute sagen, fürs nächste Mal, jetzt mach ruhig so. Fürs Erklärst du mir gerade Mansplaining? Ja, natürlich, das ist ja der Meta-Gag. Wie ist das für dich als Fußballfan, dass die Spiele abgesagt werden? Ich finde es eigentlich ganz cool, weil die Geisterspiele sind scheiße. Also dir ist lieber gar kein Fußball als ein Geisterspiel? Ja. Echt? Ja. Ach, ich fand es gar nicht so schlimm. Ich fand es total interessant, den Leuten so zuzuhören, wie sie sagen, hier, Ball, da. Also ich meine, sie haben genau das gesagt, was ich dachte. Ja, das ist wie die E-Jugend, Kreisligaspiele. So. Ich finde es auch mega gut. Ja, es ist lecker. Ja, hör mal. Immer. Das sieht richtig teuer aus, die ganze Geschichte. Warte. Das, liebe Leute, ist eine Papierscheide. Papier. Ich habe jetzt die Nudeln übrigens abgeschreckt. Was habe ich bislang gemacht? Du hast die getrockneten Tomaten geschnitten. Und du hast mir so blöde Ratschläge gegeben. So, sieht voll scheiße aus. Es schmeckt bestimmt guter Ratschlag. Kacke. Ja, jetzt brauchen wir hier noch ein bisschen Flüssigkeit. Ich würde ja Kokosmilch benutzen. Ja, mach. Ich bin dein Gast. Oh, guck mal. Das ist so prall gefüllt. Das ist auch wieder so ein Produkt, wo man so ein Drittel benutzt und dann mit einem schlechten Gewissen zwei Tage später alles wegschmeißt, oder? Ich benutze einfach immer alles. Deswegen nehme ich auch oft zu. Tommy, jetzt müsstest du doch sowas sagen wie, nein, Hazel. Nein, Hazel. Das ist jetzt verrückt, dass ich hier ein mediterranes Gericht mit einer asiatischen Zutat vermische. Ja, guck mal, wie das... Ganz ehrlich, ich sag die ganze Zeit, es sieht eklig aus. Jetzt film da mal rein. Ja, es sieht wirklich total eklig aus. Was ist das? Das Gute ist ja, wahrscheinlich ist Stromausfall. Gut, dann kann man natürlich auch sieht nicht aus, wie kennst du das, wenn so ein Wal explodiert, der so zu lang am Strand liegt. So diese, so ein bisschen... Ja, jetzt. Wir haben eh kein Licht in der Apokalypse. Dann wird das einfach gegessen. Vielleicht ist es gar nicht lecker. Das riecht jetzt wirklich nach Kokos, ne? Das ist leider ganz lecker. Bisschen Salz noch. Fehlt noch, ne? Aber minimal, oder? Ja, minimal. Ich würde sogar sagen, wir machen vielleicht da sogar eher jeder für sich. Nee. Nee, dieses jeder für sich jeder für ist sich. Vorbei. Stimmt. Ey, aber ganz ehrlich, Restaurants, die keinen Salz und Pfeffer auf dem Tisch haben, gehe ich nie wieder hin. Ich hasse es auch, muss wenn immer keine Koch, so, Entschuldigung, kann ich Salz haben? Ich will immer eine Salzmühle. Ja, natürlich. Ich finde Salzstreuer, vor allem Pfefferstreuer ist das allerletzte. Ja, das ist immer dieser uninspirierte Pfeffer, ja, drin. Der so noch aus dem Bloody Mary-Fach im Flugzeug übrig geblieben ist. Ja. Einfach so Staub. Also fass doch noch mal ganz kurz zusammen, was du gemacht hast. Um dieses Gericht zu zaubern, benötigt ihr... Mich? Tommy, ist schon mal sehr schwierig zu kriegen. Ja. Der Typ ist gefragt. Olivenöl in der Pfanne erhitzen, dann ein bisschen, jetzt habe ich erwitzen gesagt, ist mega schlimm. Heiß machen, dann ein bisschen Zwiebeln, ein bisschen Knoblauch. Ganz ehrlich, die Leute sollen das nicht nachkochen, die sollen einfach irgendwas machen mit ihren Zutaten. Ich gebe mal den Löffel ab. Haben wir noch ein bisschen Gras, wo du reinbeißen könntest? Oh Gott, ich meine jetzt keinen dritten. Mir fällt gerade gar kein Dritter ein. Über die Wupper gehen? Über die Wupper gehen? Aber über die Wupper gehen klingt auch so wie... Oh, ich stehe ich mal ordentlich über die Wupper. Ja, klar, so meine, die, ja, genau. Ich werde mal abgewuppert. So, jetzt gibt Soja-Geschnetzeltes mit mediterraner Kokossoße und Linsennudeln. Bist du bereit? Was wir aber noch lernen, ja absolut, was wir noch lernen müssen in der Krise ist, glaube ich, weniger zu kochen. Anja, möchtest du auch was essen? Gut, dann brauchen wir noch einen Teller. Tommy, kannst du mir bitte einen Teller machen? Ja, gerne, wo denn? Ich habe nicht zugeguckt. Ich weiß es selber nicht. Ich glaube unter der Mikrowelle. Nee, eins rüber. Eins drunter. Ich habe alles falsch gemacht. Ein noch oder zwei? Einer. Danke. Dankeschön. Dann ist das für Anja. Allerdings sehr schwarz geworden, ne? Aber die waren doch schon schwarz, so, okay. Die sind nicht angebrannt. Bin gespannt.
Einen guten. Einen guten. Du, wenn die Krise so schmeckt, kann die auch noch ein bisschen dauern. Nee, es ist wirklich ernst. Das ist gar nicht lustig. Das ist überhaupt nicht lustig. Das ist sehr lecker. Ja. Aber das war's jetzt. Ich würde sagen, wir essen das jetzt. Vielen Dank für die Einladung. Danke fürs Helfen. Fürs Dankeschön. Kommen. Ich habe auch alles getan, was ich konnte. Du, ich hoffe, die. Das schmeckt echt nicht so schlecht. Ja, ne? Ja. Ich hoffe, die lassen dich wieder raus. Hat immer so einen eisigen Nachgeschmack, ne? So Eisen. Mhm. Immer so ein bisschen so. So Metallen. Ja, aber wirklich. Mhm. Ist das normal? Habt ihr die Pfannen auch noch nie benutzt? Oder? Weiß auch nicht. Ich glaube, das ist das Soja-Geschnetzelte. Ja, aber Hazel, wenn das die Krise ist, dann wie lecker ist dann erst die Krise ist normale lecker. Leben. Oder? Wir brauchen ein positives Narrativ insgesamt. Okay, Krise kann auch Krise lecker sein. Krise ist lecker. Krise als kulinarische Chance. Lasst es euch schmecken. Ja. Die Krise kann auch lecker sein. Okay, ich höre es auf. Adios. Ja, du darfst jetzt auch noch was essen, du. Vielen Dank, Tommy, fürs Kommen. Danke für die Einladung. Danke euch fürs Schauen. Bleibt ruhig. Wascht die Hände, genau. Nur die eigenen Hände waschen. Und guten Appetit. Das war so richtig knapp. Guten Appetit.